göstermek istediğim sorun genel gelecekte bizim insanlık yani göreceğimiz yaşlar yani yükseliyor. Yani biz yaşlandıkça beyin felci geçirmemiz riski de artıyor. Yani genelde biz beyin felciyle daha çok sorunla karşılaşacağız. Beyin felci nedir? %15 kişinin beyin felci geçirdiğinde arkasında kanama vardır. Yani damar hasar görüyor. Damarın hasarın arkasında kanama beyine geçiyor. Ama bizim sorunumuz beyin felci geçiren kişilerin %85 kişide arkasında kanın durulması, kan durdukça burada yani trombozdan, emboliden ya da diseksiyondan gelişen şeyler oksijen eksikliğine sürüyor ve bu oksijen eksikliği hücrenin ölümüne ve beynin sıvılaşmasına sebep oluyor. Sizin hasta olarak neye dikkat etmeniz lazım? Bu belirtiler aniden oluşur. Yani bir saniyeden öbür saniye bu belirtileri siz fark edersiniz. İlk şey yani siz kolda, bacakta güçsüzlük hissetmeniz ya da bütün fonksiyonu kaybetmeniz gözüküyor. Ya da yüzünüzün bir tarafı, ağzınızın bir tarafı asık durması ya da asimetrik gülüş fark edersiniz. Öbür tarafta birden çift görmeniz yani önünüzdeki duran şeyleri çiftçe görmeniz de ulaşabilir. Düzensiz konuşma ya da konuşmada güçlülük çekme yani aklınızda kelimeyi biliyorsunuz ama söyleyemediğiniz durumda da felç geçirme olayı oluyor. Ya da tamamen konuşma kaybı, anlaşma kaybı da ya da konuşma kaybı da oluşabilir. Öbür tarafta hissi kaybetmeniz yani acı, sıcaklığı hissi kaybetmeniz ya da karıncalaşma oluşabilir. Birden bir gözde tamamen görümü kaybedip ya da görünme alamı azalması yani gazete okurken, kitap okurken böyle bir şey fark ederseniz yani sizin de felç geçirme durumu olabilir. Ya da birden aniden başınız dönmeni ya da kusma, mide bulantısı da felcin belirtisidir. Yani bunları fark ettiğinizde siz de içinizden yani felç geçirebildiğinizi düşünmeniz gerekir. Tabii ki bunların her kişi nedensiz durumda da felç geçirebilir. Yani risk faktörlerimiz var. Onlar etkilenebilir, etkilenmez risk faktörlere ayrılırlar. Etkilenebilir faktörlerde tabii ki yüksek tansiyon var. Kalp ritimsizliği, atrial fibrilasyon dediğimiz hastalık arkasında var. Ya da şeker hastalığı, kandaki kolesterol yüksekliği ya da kan değerlerinizin yağları yüksek oluşması da risk faktörüdür. Sigara, alkolden kaçınmanız da önemlidir. Ve de fiziksel az hareket, aşırı kilo ve siz bunların içinden fark etmeden damarlarınızın daralması da felce yol açabilir. Etkilenmez faktörlerin arasında tabii ki yaş büyük bir risk faktörüdür. Siz bunun elinizde olmasa da yaşlanıyorsunuz ve 55 yaştan itibaren her geçen 10 sene felç geçirme riskiniz 2 kata artıyor. Cinsiyet de tabii önemli çünkü erkeklerde 3 kez daha fazla felç geçiren kişiler var aramızda. Tabii aile öyküsünde de anneniz, dedeniz, anneanneniz felç geçirdiği durumda siz de genetik açısından sizin de felç geçirme riskiniz artıyor. Ve etnik açısından bakarsanız zenciler de ya da Latin Amerikanlar daha çok felç geçiriyor. Siz şimdi hasta olarak bu duruma gelirseniz, bu belirtileri fark ederseniz, sizin yapacağınız şey bunları görüp yani tanıdıklarınızda olsun, akrabalarınızda, kendinizde olsun bunları fark edip aniden ambulansa başvurup ya da bir doktora başvurup hastaneye, bir stroke unit'in olduğu hastaneye gitmeniz gerekir. Biz doktor olarak neye dikkat etmemiz lazım? Siz hasta olarak bizim hastaneye başvurduğunuzda 10 dakika içinde bir doktor sizi tedavi edip muayene etmesi lazım. Yani ilk sizi görmesi lazım. 25 dakikanın içinde ilk CT yani tomogram, beyinden tomogram çekilmesi gerekir ve
Bunun içerisinde bir saat sonra biz tedavimizi başlamamız gerekir. Yani bütün tedaviyi iyi faydalamak, iyi uygulamak için bunlar önemlidir. Siz buraya geldiğinizde bizim yaptığımız şeyler, testsizler, sizin kanınızı alıyoruz ve kan değerlerine bakıyoruz. Yani önemli olan şekeriniz, kalkan bezi değeri ve böbrek değerine bakarız. Ondan sonra elektrokardiyogram çekilir, kalbin ritmine bakılır, kalbin aksiyonuna bakılır ve ondan sonra ilk CT yani tomogram çekilir. Onun içerisinde bizim baktığımız şey kanama mı yoksa kanama değil mi? Damarın pıhtılaşma mı oldu yoksa damar zarar mı gördü diye ona bakarız. Kanama olmadığı sürece biz tomogramda gördüğümüz şey büyüklüğü yani geçirdiğiniz felçin büyüklüğüne bakarız. Yoksa onu da görmezsek lüzi için yani bizim nörolojide tedavinin kriterlerine bir daha kontrol ederiz. Bunu kontrol ettikten sonra siz tespihleri yani felcin simptomlarını gördük 3 saat önce ise biz bu lüzi dediğimiz zistemişi lüzi diye geçiyor. Kanı durultuyoruz. Bu tedavi damar üzerine veriliyor ve bir kez stroke unit'e siz hastaneye yattığınızda bir kez verilen tedavidir. Bu durumda biz kanı durultuyoruz yani. Bütün sistemik kan durultuluyor. Ve bundan sonra siz yani monitörde size izliyoruz. Öbür tarafta bridging lüzi dediğimiz, bunu tercüman edersem Türkçe'ye bridge, köprü oluyor. Bu durumda biz biraz az dozla bu zistemişi lüzi dediğimiz tedavimizin az dozuyla damardan ilacı veriyoruz. Ve ondan sonra radyoloji bölümü bunu pıhtılaşma oluşan damarın tam orasına gidip oradaki pıhtılaşmayı çözmeye çalışıyorlar. Stroke unit'i bir daha size anlatmak istiyorum. Stroke unit hastanede olan özel bölüm yani felç geçiren hastaların özel bölümüdür. Buraya siz hasta olarak felç getirdikten sonra hasta olarak gelirseniz sizi yakından yani nörolojik bölümden yakından izliyoruz. Kan şekerinizi, tansiyonunuzu ölçüyoruz. Yüksek tansiyon ya da düşük tansiyonu önlemliyoruz. Ya da oluşan komplikasyonlar, onun arasında kanama, sıvılaşma, felcin üzerinde sara hastalığı oluşması ya da yutkunluk sorunluğu ya da enfeksiyonları önlemliyoruz yakından. Ve stroke unit'in avantajı büyük hastanede oluşan biz kardiyoloji bölümüyle, cerrah bölümüyle, radyoloji bölümüyle yakından çalışıyoruz. Yani oluşan komplikasyonları ya yani başka bölümleri de yanımıza katıp komplikasyonları çözmeye çalışıyoruz. Ve tabii ki önemli olan şey de multidisipliner rehabilitasyon yani hastaya bakım, logopedi yani konuşma, yutkunma tedavisi ve de fizyoterapi ön durumdadır. Sizin için sizin dikkat ettiğiniz şeyler felç geçirmeden önce neye dikkat etmeniz lazım? Tansiyonunuzu yani düşük tutmanız gerekir. Yani 145'ten altta tutsanız yani sizin için faydalı olur. Kolesterolünüzü, kan yağınızı yüksek seviyede değil aşağıda tutmanız gerekir ve kan şekerlerinizi de aşağıda tutmanızı, terapinizi iyi önlemlemeniz gerekir. Sigara ya da alkolü az, yani içiyorsanız az içmeniz gerekir ya da tamamen sakınmasınız. Ya da işte kiloyu az tutmanızsınız. Yani yemede, içmede bunun faydası vardır. Felç geçirdiğiniz sürece, geçirdikten sonra tabii ki size demin söyledik şeylerim de önemli ama biz size stroke unit'ten sonra yaptığımız tedavi aspirin, clopidogrel ya da agrinox diye hap veriyoruz. Bunları düzenli almanız gerekir. Ya bir tane daha hap var. Bu da kan yağınızı indirir. Atrial fibrilasyon dediğim kalp ritimsizliği varsa makuma bir de pradaxa diye bir tane daha hap var. Bu kanınızı daha da çok durultur bu durumda ve felci önler. Damar tıkanması, damar daralması varsa bunu da operasyonla tabii ki çözebiliriz.
Yani sizde özetle sizin dikkat edeceğiniz şeyler risk faktörlerini. Dikkat etmenizi yani yemede, içmede, fiziksel harekette onlara dikkat etmeniz. İlk belirtilere yani felç geçirdiğiniz o belirtilere dikkat etmeniz ve fark ettiğinizde ambulansı çağırıp bir hastaneye yani başvurmanız önemli. Ve stroke unit'teki yani tedaviyi başlamamız için bunlar çok önemli. Ve tabii ki doktorlar size verdiği ilaçların bunların tabii ki düzenli alınması, hareket edilmesi çok önemlidir. İlginizce çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler bu güzel prezentasyon için. Ardından Wiesbaden'dan doktor arkadaşımız Selim Leylek geliyor anestezi bölümünden ve bize siz evde bu semptomları gördüğünüz takdirde kime nasıl başvuracağınızı, acil durumda nasıl davranacağınız hakkında bilgi verecektir. Teşekkürler. So, guten Abend allerseits. Erstmal auf Deutsch und dann weiter auf Türkisch. So, wunderbar. Die Fernbedienung. Ich werde heute ein paar Worte verlieren über die rettungsdienstlichen Aspekte des Schlaganfalles und mache jetzt einfach mal weiter auf Türkisch. İyi akşamlar. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Bugün felçle ilgili konferans dizimize hoş geldiniz. Benim uzmanlığım acil durumlar veya acil doktorudur. Onun için bugün acil durumlarda mesela felçte ne yapılacağını veya da ne yapılması lazımdır size birkaç tane bilgi vereceğim. Felç veya inme Almanya'da en çok rastlanan hastalıklardan biridir. Ölüm nedenleri istatistiğinde 2006 senesinde 3. sıradaydı. Daha çok kadınlara nazaran erkeklerde görülen bir hastalıktır. Gelişmiş ülkelerde, mesela Almanya'da, kalıcı özürlülüğün yani kötürümün en sık görülen sebebidir. Felç, aynı kalp enfarktüsü gibi acil bir durumdur ve derhal tedavi edilmesi lazımdır. Beyindeki damar tıkanıklığın tromboliz ile yani ilaçla açılması sadece 4,5 saat içinde yapılırsa başarılı olabilir. Bu süre içinde tedaviden önce tomografi ile beyin kanaması olup olmadığı tespit edilmesi lazımdır. Sadece özel durumlarda bu 4,5 saatlik süre 6 saate uzayabilir. Bu zaman geçtikten sonra beyinde geri dönüşü olmayan hasarlar oluşabilir. Bu devamlı özürlülük kalmak veya da pardon, bu devamlı özürlü kalmak veya ölüm demektir. 2001 senesinde yapılan araştırmaya göre çoğunlukta hastaneye en acil şekilde gelmeyen veya gelemeyen hastalara artık tromboliz ile tedavi yapılamamıştır. Bu geç kalmanın risk nedenleri nelerdir? 112'ye yani acil servisi arayacağına ev doktorlarla temasa girmeye çalışmak. Bazen tipik olmayan semptomlar yani belirtiler nedeniyle felcin oluşup oluşmadığı anlamamak. Başlarken sadece kısa süre süren semptomlar ve belirtiler nedeniyle yardım yani can kurtaranı çağırmamak. Kurtarma zinciri nasıl çalışır? Semptomların yani belirtilerin hızlıca tanınması. Derhal 112'nin aranması ve acil servisin çağrılması. Profesyonel ulaşım aracı ile acilen uygun bir hastaneye götürülmesi ve uzman hastanede hızlıca diagnostik
ve tedavi yapılması. Sizin için mühim olan noktalar birinci ve ikinci. Felçin uyarı sinyalleri nelerdir? Konuşmakta sorunlar, mesela anlaşılmayan cümleler veya kelimeler, baş ağrısı, baş dönmesi, görmekte sorunlar, mesela çift görmek. Vücudun bir yarısında görülen güçsüzlük veya kötürüm. Felç veya inme nasıl belirtilenebilir, bilinir? Birincisi, çok kolay testler vardır. Siz evde de yapabilirsiniz. Birincisi, kişinin yüzünden kişinin gülümsemesini isteyin. Felç olanın yüzünün bir tarafı çekik veya yamulmuş gözükür. Resimde gördüğünüz gibi. İkincisi, kişinin kollarını ve avucunu yukarı gösterecek şekilde kaldırmasını isteyin. Kollarının birini belki hiç kaldıramaz veya kaldırdıktan sonra kolunu kapalı gözle aynı hizada tutamaz. Mesela gözler kapalı olduğu zaman kolunun biri aşağı doğru yavaş yavaş inmeye başlar. Üçüncüsü, konuşamamaktan. Kişinin kolay bir cümle kurmasını isteyin. Mesela, yardıma ihtiyacım yok. Konuşmakta herhangi bir zorluk veya anlaşılmayan cümlelerin kurulması felçin bir belirtisi olabilir. Bu nedenle bir kişinin yüzünde yamukluk, kolunda güçsüzlük veya konuşmasında evvelden bilinmeyen sorunu olursa derhal 112'yi arayın ve şüphenizi bildirin. Can Kurtarma Servisi'nin bütün Almanya'da numarası 112'dir. Bunu hepimiz biliyoruz inşallah. 112'yi aradıktan sonra 5 önemli noktayı düşünmeniz ve telefonda söylemeniz lazım. Acil durum nerededir? Mesela adresiniz ve oturduğunuz kat. Acil durum nedir? Mesela bir kişinin cümle kurmakta zorlandığı ve yüzünün yamulmuş olduğu. Kim acil durumdadır? Mesela eşiniz, akrabanız, tanımadığınız bir kişi. Arayan kim? Çok kolay. Adınızı ve soyadınızı söylüyorsunuz. Ama en mühim olan şey, kurtarma kontrol merkezinin sorularını cevaplamak için sakince beklemektir. Sakince. Tabii ki herkes telaşa varır. Belki telaşta unuttuğunuz bir şey vardır. Size soracaklardır. Can kurtaran gelene kadar siz ne yapabilirsiniz? Gerekirse ilk yardım sağlayın. Can kurtaran merkezinin size telefonla yönetmesi mümkündür. Doktorunuzdan veya hastaneden yazılı belgeleri ve evrakları toplayın. Kullandığınız ilaçların listesini evinizde bulundurun. Eğer yoksa doktorunuzdan isteyin. Tabii ki önceden acil durumda zaman kaybı olmaması için bu belgeleri bir dosyaya koyun ve evinizde bulundurun. Ambulans ve acil doktoru gelince kaç kişi evinize geliyor? Bir bakalım. Acil doktoru geldiği zaman özel bir araçla gelir. Bu aracın içerisinde en azından tabii ki inşallah bir doktor vardır. Bir tane de sürücü ve belki bir pratisyen, staj yapan bir insan. Belki doktor, belki sürücü. Ayrıca bir ambulans gelir. Ambulansın içerisinde de en azından iki kişi, bir asistan, bir sürücü ve belki bir staj yapan insan. Yani en azından 4 kişi gelecek evinize, en fazla da 6 kişi. Acil doktorun soracağı sorular nedir? Rahatsızlık ne zaman başladı? Saat kaçta?
Hastanın ne rahatsızlığı vardır? Başka hastalıkları var mıdır? Kullanılan ilaçların listesi var mıdır? Ve hastaneye götürülmeden önce aile etrafının telefon numarası not edilir. Unutulan bir şey varsa sizi geri aramak için. Hastanın evinde acil tedavisi nasıl yapılır? Bu resimde görüyoruz. Serum ve ilaç tedavisi yapılır. Gerekirse maskeyle oksijen verilir. Kan dolaşımı sağlamlaştırılır. Ve gerekirse yüksek tansiyon tedavisi yapılır. Acil nakil sırasında tansiyon ve nefes kontrolü devam ettirilir. Ambulans ekibin görüşünü aldıktan sonra hastanın tanıdığı bir kişinin mesela tercümanlık yapması için ambulansla gelmesi mümkündür. Derhal özel felç bölümüne nakil yapılır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ich möchte mich zunächst entschuldigen, dass ich es eben verpasst habe, den Vortrag auch auf Deutsch anzukündigen. Das werde ich jetzt bei den nächsten Vorträgen hoffentlich nicht nochmal vergessen. Und abgesehen davon möchte ich ganz gerne den Herrn Yüksel begrüßen, der uns von der Botschaft heute beehrt, vom türkischen Konsulat. Merhaba. Aramıza. Aramızda saygıdeğer Aslan Alper Bey'e ve eşine, saygıdeğer eşine hürmetler diliyoruz ve geldiğiniz için çok çok teşekkürler. Kusura bakmayın, geçen sefer konuşmanın Almancasını söylemeyi unuttum. Şimdi Frau Professor Müller-Forell, Nevroradyoloji bölümünden bize teşhis hakkında bilgi verecek. Unsere nächste Referentin ist Frau Professor Müller-Forell aus der Neuroradiologie und wird uns Bericht erstatten über die Diagnostik, wenn der Patient dann in der Stroke Unit eingetroffen ist und die Symptome sozusagen auch diagnostisch nochmal belegt werden. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einführung. Ich bin des Türkischen nicht mächtig, deshalb sehen Sie hier türkische Schriftdias, aber hören mich auf Deutsch. Ich darf mich als erstes bei Frau Dr. Botzkurt bedanken. Wo sitzt sie denn? Da, aus der Radiologie, die meine Dias sozusagen, meine Folien übersetzt hat. Ich möchte Ihnen kurz auch nochmal sozusagen schildern, wie kommt es zum Schlaganfall, beziehungsweise wir haben ja die Aufgabe, nicht nur den Schlaganfall zu erkennen, sondern gegebenenfalls auch eine Therapie zu machen, die über die Lysetherapie, von der Sie schon gehört haben, hinausgeht. Und die betrifft in erster Linie die sogenannten größeren Verschlüsse, die größeren Schlaganfälle. Wie kommt es zu diesen Verschlüssen? Wir haben hier ein Bild der Arteria carotis, hier nochmal zurück. Arteria carotis ist also die große Halsschlagader, die zum einen das Gesicht mit Blut versorgt und vor allem aber das Gehirn mit Blut versorgt. Und bei den Problemen, die Risikofaktoren, die Sie ja schon gehört haben, verursachen, nämlich eine Ablagerung von Cholesterin in der Wand der Adern, der Schlagadern, kann es zu einer Ulkusbildung, also zu einem Geschwür kommen. Auf dieses Geschwür kann sich ein Thrombus einsetzen, also ein Blutgerinnsel. Und dieses Blutgerinnsel kann einmal das Gefäß ganz zumachen. Das geht in der Regel relativ langsam, kann auch zu einem Schlaganfall führen. Aber das ist jetzt nicht heute unser Thema. Unser Thema ist, dass wenn von diesem Gerinnsel ein Teil einfach weggeht und mit dem Blutfluss, den Sie sich vorstellen können, der kommt von unten nach oben in die Endstromgebiete, wie man sagt, und mit diesem Gerinnsel ein Teil mitgeschwommen wird. Und man kann sich das sehr gut vorstellen wie ein Baum, und ein großer oder ein kleiner Ast dieses Baumes wird durch dieses Gerinnsel verstopft. Also um diese Anteile geht es und darum, dieses Gerinnsel aus dem
Blutgefäß wieder herauszuholen, womöglich. Das ist unsere Therapiemöglichkeit. Aber wir gehen erstmal eben in die Diagnostik. Und wir wissen, wenn man... Oh, danke. Die Hirndurchblutung hat ein gewisses Maß. Das ist in diesem Fall normalerweise nicht unter 25, in der Regel um die 80 Milliliter Blut, die pro 100 Gramm Hirngewebe und Minute das Gehirn mit Sauerstoff versorgen. Und bei einem Schlaganfall gibt es in der Regel immer auch einen Bereich, das sogenannte Risikogewebe oder Penumbra, der noch über 10 Milliliter Blut pro 100 Gramm Hirngewebe mit Blut versorgt wird und der, wenn er wieder ganz normal, eben über 25 Milliliter Blut bekommt, auch wieder seine normale Funktion annehmen kann. Und es gibt einen sogenannten Infarktkern, also den Anteil an oder Blutverstopfung, der dann auch das Hirngewebe tatsächlich zerstört. Und wir wissen eben, dass diese Anteile unterschiedlich groß sein können. Und die Differenz, die ich hier rot und grün gemalt habe, zwischen diesen Anteilen, also dem Risikogewebe und dem Infarktkern, die gilt es so schnell wie möglich zu überbrücken. Das sogenannte Mismatch nennt man das. Und wir wissen eben auch, und deshalb ist es so wichtig, so schnell wie möglich in eine Stroke Unit zu kommen, dass dieser Infarktkern genauso schnell größer wird, wie dieses Risikogewebe, also das es zu retten gilt, kleiner wird. Und in etwa 5 bis 6 Stunden überkreuzt sich das. Deshalb ist es eben wichtig, dass wir so schnell wie möglich eine Therapie machen. Wie sieht nun die Diagnostik aus? Da gibt es die sogenannten bildgebenden Verfahren, die man mit unterschiedlichen Methoden auch noch mal differenzieren kann, die sogenannten multimodalen, also unterschiedliche Anteile. Zum einen die Computertomographie und die Magnetresonanztomographie. Beide können Ihnen den Anteil des verstopften Hirngewebes und des womöglich kaputten Hirngewebes anteilen. Und Sie können eben mit einer sogenannten Perfusion, also einem Kontrastmittel, Gabe, wo man sehen kann, wie schnell das Blut durch das Gehirn fließt und wo womöglich eben Störungen sind, können wir diese Differenz, dieses Mismatch differenzieren. Das heißt also, wir können nicht nur zeigen, da oder dort ist der Verschluss, sondern wir können auch sagen, was sind die Folgen für das Gehirngewebe. Und wir können mit der sogenannten CT- oder MR-Angiografie sogar die Adern darstellen. Hier nun ein Bild von einer Patientin 5 Stunden nach ihrem Schlaganfall. Und da sehen Sie zum einen, dass ein großer Teil der linken Hirnhälfte, hier, das ist ein bisschen dunkler, offensichtlich schon untergegangen ist. Also schon zerstört ist. Und die Ursache ist, das, was Sie hier hell sehen, ein ganz langes Gerinnsel in einer der Hauptschlagadern, der sogenannten mittleren Hirnschlagader, die das Gefäß, also die Ader, verstopft hat. Und wenn wir eben zu diesem Zeitpunkt kommen, wissen wir schon, dass es eben so gut wie kein Risikogewebe mehr gibt. Wir wissen aber auch, dass dieser relativ große Anteil von untergegangenem Hirngewebe, nämlich fast das Hauptanteil der linken Hirnhälfte, im Verlaufe schwillt. Und diese Schwellung können Sie hier sehen. Und Sie sehen auch, dass ein Teil des linken Hirns nach rechts hinübergeht. Weil wir wissen, das Gehirn ist ja in der Kalotte im Kopf, in der Schädeldecke, im Knochen sozusagen eingesperrt und kann nicht ausweichen. Und deshalb nennt man einen solchen Verlauf auch einen sogenannten bösartigen oder malignen Hirninfarkt, der in der Regel leider mit dem Tod des Patienten einhergeht. Und diesen bösartigen Hirninfarktverlauf nicht vorkommen zu lassen, ist eigentlich unser Ziel als neuroradiologische Interventionalisten oder Therapeuten. Hier haben wir auch einen Schlaganfall auf der
linken Seite. Man sieht so eine eigentlich nur ein bisschen verschwommene Zeichnung des Hirnparenchyms, des Hirngewebes. Und das ist jetzt das Bild dieser sogenannten Perfusion, also dieser Darstellung der Hirndurchblutung. Da sehen Sie da unten drei verschiedene Abkürzungen. Das ist alles aus dem Englischen abgekürzt. Das MTT heißt mittlere Transitzeit, Mean Transit Time. Das heißt, man misst, wie schnell wird der Sauerstoff, die Arterien versorgen das Blut. Der sauerstoffhaltige Blut wird im Hirn verteilt und dann wieder über die Venen fließt es ab. Und Sie sehen das eben auch wieder in diesem Hauptanteil der linken Hirnhälfte, die von der mittleren Hirnschlagader versorgt wird, da offensichtlich ein Teil ist, der etwas verzögert und deutlich verzögert nur durchblutet wird. Man kann das immer relativ gut gleichsetzen mit dem sogenannten zerebralen Blutfluss, Cerebral Blood Flow, deshalb CBF, also dass die Fließanteile des Hirns oder der Durchblutung, und es ist in etwa gleich. Sie sehen, dass das relativ gleich ist. Das sogenannte zerebrale Blutvolumen, also der Anteil der Anteil dessen, was offensichtlich noch nicht geschädigt ist, nämlich der Infarktkern, da sehen Sie eigentlich nur hier so einen ganz kleinen, dunklen Anteil. Das heißt, wir haben eine große Differenz zwischen dem, was wir als untergegangenem Hirngewebe vermuten und identifizieren können, und dem, was noch womöglich zu retten ist. Und dann gucken wir uns auch noch mit der sogenannten CT-Angiografie an, wie ist die Hirndurchblutung, und wir sehen auf der rechten Seite, wir gucken in diesem Fall von vorne, die Hauptschlagader aus dem Hals, hier im Bereich der Schädelbasis, und wir sehen, dass die rechte Hirnhälfte sehr gut durchblutet ist und sehen, dass die linke Hirnhälfte hier, da fehlt was. Und wenn man hier unten wieder guckt, sieht man, dass da unten auch nichts ist. Das heißt, wir haben hier sowohl einen Hirninfarkt auf der linken Seite, haben aber schon vornherein einen Verschluss der Hauptschlagader für das Gehirn. Das heißt, wir können mit unseren Kathetermethoden, das heißt, wir gehen von der Leiste aus mit einem Schlauch in die Adern, die das Hirn mit Blut versorgen, kommen wir gar nicht mehr dahin. Und wir können hier nur, in Anführungsstriche, die normale Lyse-Therapie, Sie haben das gehört, eine einmalige Gabe von blutverdünnenden Mitteln geben. Und wenn Sie sich das anschauen, das war der Ausgangswert und das ist nach 24 Stunden, sehen Sie, dass eigentlich nur dieser kleine Anteil, den wir ganz am Anfang gesehen haben, dass da das Blutvolumen vermindert ist, als Infarkt zurückbleibt, weil in diesem Fall die Lyse den Rest dieses Gerinnsels aufgelöst hat. Das ist also die schon seit vielen Jahren tradierte und sehr gute Therapie, die aber insbesondere bei eher kleineren Infarkten hilft. Auch hier haben wir einen Infarkt, in diesem Fall auf der rechten Seite. Und wir haben begonnen mit der Auflösung der Gerinnsel im Gehirn mit einer sogenannten lokalen Lysetherapie, wo wir mit Kathetern, mit diesen Schläuchen, direkt an das Gerinnsel herangegangen sind, um da das blutverdünnende Mittel zu geben und dann den Thrombus, also dieses Gerinnsel, aufzulösen. Auch hier wieder eine Perfusion, also eine Durchblutungsmappe. Da ist dieser Infarktkern ein bisschen größer, aber trotzdem ist die Differenz zwischen dem Gewebe, das womöglich noch zu retten ist, und dem Anteil, das dann untergegangen ist, relativ groß. Auch hier sehen wir wieder einen Verschluss, kompletten Verschluss des Hauptanteils der großen mittleren Hirnarterie, die das Hauptanteil des Hirns mit Blut versorgt. Jetzt, das ist das Bild einer Angiografie, die wir dann eben machen als Vorbereitung zu den Interventionen, zu der Operation ist es in etwa. Dass wir nämlich hier die große Hauptschlagader haben, und wir sehen eigentlich nur, dass die mittlere Anteile hier des Gehirns, der sogenannten vorderen Schlagader, da sind und die das Hinterhaupthirn versorgen. Das ist da, aber hier fehlt eigentlich alles. Und dann sind wir eben mit einem Katheter an diesen Ort gegangen, wo die
das Gerinnsel ist, haben das Mittel, das blutverdünnende Mittel dort appliziert und Sie sehen, dass die Hauptschlagader sich jetzt wieder komplett darstellt. Und das, was man sozusagen als die Gabe des lieben Gottes sieht, kann man hier sehen, auch nochmal sehen. Sie sehen nämlich jetzt nur noch die Hauptschlagader der rechten Hirnhälfte und des rechten Hinterhaupts, aber nicht mehr die, die vorne ist. Das liegt daran, dass sie im Prinzip relativ dünn ist und der Druck, der jetzt hier gewesen ist, weil das zu war, nicht mehr da ist. Wenn wir aber die kontralaterale, also die andere Seite darstellen, können wir sehen, dass eigentlich alles durchblutet ist, dass also nicht irgendwo anders jetzt ein neues Blutgerinnsel entstanden ist. Das ist die Möglichkeit, die uns die Natur, der liebe Gott, Allah, wer auch immer, gegeben hat. Die Fortschritte, die wir dann in der Neuroradiologie und damit auch für die Patienten gemacht haben, sind die, dass wir jetzt mechanisch, also nicht nur mit einem blutverdünnenden Mittel vor Ort gehen können, sondern mechanisch versucht haben in den letzten Jahren, dieses Blutgerinnsel zu entfernen. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, so kleine Bürsten, mit denen hat man es versucht, zum Teil ist es gelungen, dann gibt es die sogenannten Aspirationssysteme, wo man also versucht, mit einem gewissen Unterdruck dieses Gerinnsel hier zu entfernen, wegzusaugen, abzusaugen. Das waren die ersten mechanischen Instrumente, die relativ gute Erfolge gezeigt haben. Und seit 1 bis 1,5 Jahren nimmt man solche kleinen Drahtkörbchen oder Stents, das haben Sie sicherlich schon gehört, die Gefäße, diese Adern, gegebenenfalls am Herzen oder auch am Hals, zeige ich Ihnen nachher noch ein Bild, wieder aufspreizen können, indem sie sich eben hier aufdehnen. Die nimmt man nicht nur zum Aufdehnen, sondern man weiß, dass wenn man diese in diesem Gerinnsel entfaltet, aufmacht, dass sich dieses Gerinnsel in diesen Maschen verfängt. Und dann kann man ganz vorsichtig mit dem Stent, also mit diesem Körbchen, das Gerinnsel entfernen. Und das sind unterschiedliche Firmennamen, respektive auch Devices, also gehandhabte Stents, das ist der Solitaire, heißt der, oder Trevo. Und Trevo ist der, den wir jetzt hier in Mainz mit viel Erfolg und am besten verwenden. Dann zeige ich Ihnen jetzt mal auch die unterschiedlichen, auch wieder Steigerungen der Möglichkeiten der manuellen oder mechanischen Entfernung von Thromben. Das ist ein Bild von einer Hinterhauptschlagader, die den Hirnstamm versorgt und eigentlich hier hinten sich noch darstellen sollte. Und da kann man auch mit einem kleinen Katheter hingehen und einfach nur mit der Hand manuell eine Spritze dran ziehen und an diesem Gerinnsel ziehen. Und Sie sehen, das kam dann aus der Spritze raus. Das war nämlich in dieser Ader drin. Und nach der Aspiration, wie man das nennt, sehen Sie, dass das Gefäß wieder da ist und eben das Kleinhirn, das Hinterhauptshirn und das den Hirnstamm wieder versorgen kann. Diese Patientin kam Gott sei Dank relativ früh, nämlich 4 Stunden, kam von außerhalb nach dem Ereignis zu uns und hatte, sieht man auch wieder, die Hauptschlagader für das Gehirn auf der rechten Seite, einen Verschluss, der sowohl die vordere, Sie haben es eben bei dem anderen gesehen, als auch die mittlere Hirnschlagader verstopft hat und nur die hintere Hirnschlagader war noch offen. Auch hier sind wir mit, also das war die mittlere und das sollte die vordere, würden wir hier erwarten. Und hier sind wir eben auch mit so einem Stent hochgegangen. Sie können hier, das ist ein Bild vom Kopf, da sind die Augen, hier ist die Nase, hier ist der Mund. Und wenn Sie hier genau schauen, sehen Sie da so einen Katheter, einen Schlauch, relativ dick. Und in diesem wiederum ist ein ganz dünner Katheter dran und in diesem wiederum ist dieser kleine Stent. Das ist also der Anteil des dicken Schlauches, mit dem man hochgeht. Das ist der Anteil des kleinen und hier ist der Stent entfaltet in dem Bereich, den wir eigentlich, wo wir wissen, dass da das Gerinnsel und der Thrombus sitzt. Und dann haben wir das Ganze zurückgezogen und Sie sehen, dass innerhalb von einer halben Stunde das Gehirn
wieder völlig normal mit Blut versorgt wird. Und obwohl es relativ 4 Stunden früh, trotzdem insgesamt, wenn Sie gehört haben, so früh wie möglich, schon eine gewisse Zeit verstrichen ist, saß die Patientin am nächsten Morgen frühstückend im Bett und es ging ihr gut. Und sie konnte alles bewegen und sie ist dann auch fröhlich wieder nach Hause gegangen. Dass man das eben auch objektivieren kann, möchte ich Ihnen nochmal an diesem Fall zeigen, der eben auch relativ früh kam, in diesem Fall 2 Stunden nach dem Ereignis. Auch hier sehen Sie wieder, dass die Differenz zwischen dem Gefährdeten und dem offensichtlich zumindest mal hier zu vermutenden Anteil von Hirndurchblutungsstörungen sehr groß ist. Auch hier haben wir einen Verschluss, in diesem Fall nur in Anführungsstrichen dieser großen mittleren Hirnschlagader. Auch hier wurde mit diesem Stent dieser Thrombus, das Gerinnsel, entfernt. Und wenn man dann eine Durchblutungsmessung macht, da sehen Sie, dass das alles wieder normalisiert ist. Das ist also nicht nur das Bild schön ist, sondern dass offensichtlich auch die Funktion wieder normal ist. Was können wir machen, um solche Schlaganfälle zu verhindern? Wir können auch wieder mit neuroradiologischen Methoden einen Stent in die Halsschlagader legen. Ich habe Ihnen in meinem ersten Dia gezeigt, wo sozusagen die Wurzel des Übels liegt. Das sind Einengungen und diese Einengungen kann man mit einem Stent, respektive mit dem, was Frau Kaljowa Ihnen erzählen wird, nämlich mit der Operation, wieder aufmachen und eine normale Durchblutung bringen, also nicht nur am Hals. Das kann man aber auch in ausgewählten Fällen mit den Hirnschlagadern machen, wenn die nicht komplett zu sind, sondern nur eine gewisse Enge haben. Und da möchte ich Ihnen 2 Beispiele zeigen. Hier ist eine Darstellung der Halsschlagader, die gemeinsame Halsschlagader. Hier nach vorne das kräftige Gefäß versorgt das Gesicht mit Blut. Und Sie sehen hier, das Hirn, die Hirnhalsschlagader, die Hirnschlagader ist hier unten ganz deutlich eingeengt. Das Kontrastmittel ist eine Darstellung des Lumens, also des Innenraums der Adern. Also hier haben wir unsere deutliche Einengung. Und wenn man hier ganz genau schaut, das ist jetzt nur das Röntgenbild, kann man hier diesen Stent erkennen, also auch wieder ein Körbchen, das man in diesem Fall aber ablösen kann, nicht wieder rauszieht, wie bei dem, wenn wir den Thrombus rausholen. Und auch das ist dann dann sehen Sie, dass das wieder eine ganz normale Darstellung der Halsschlagader ist. Diese ältere Dame hatte ständig kleine Schlaganfälle, nicht so richtig komplett behindernd, aber doch behindernd. Hier sehen wir eine MR-Untersuchung, also die andere bildgebende Darstellung, wo dieser helle Anteil diesem kleinen Infarkt entspricht. Man hat sie behandelt mit Medikamenten, um die Blutverdünnung herzustellen und sie hat trotzdem ein paar Tage später wieder einen Schlaganfall bekommen, aber jetzt an einer anderen Stelle. Und als Ursache hat man hier an der mittleren Hirnschlagader diese Engstelle gesehen. Und weil das innerhalb von relativ kurzer Zeit mehrfach war, haben wir gesagt, da müssen wir was tun und die Hirnschlagader wieder so hinbringen, wie sie vielleicht auf der Gegenseite ist. Das ist auch wieder eine Angiografie. Sie erkennen es inzwischen schon, die Hirnschlagader, die sich in die vordere teilt. Die hintere ist hier nur ganz zart und die mittlere ist eben hier besonders eng. Auch da kann man wieder mit einem ganz dünnen Draht und Katheterchen hinkommen. Und wenn Sie genau schauen, sehen Sie da und da so 2 dunklere Punkte. Da liegt der Stent. Und nach der Entfaltung dieses Stents, sehen Sie, ist das nicht mehr eng, sondern hat jetzt für eine völlig normale Darstellung eine normale Größe und Breite. Was können wir, und jetzt muss ich selber mal gucken, weil ich jetzt doch nicht türkisch kann, dass ich Ihnen nichts Falsches sage. als Neuroradiologen eben beitragen zur Diagnostik und Therapie.
Schlaganfalls. Wir können zum einen eben die Bildgebung machen, einfach sagen, da ist ein Schlaganfall oder da ist eine Blutung mit CT und MRT. Wir können eine notfallmäßige Therapie machen. Ich glaube, ich konnte Ihnen zeigen, dass das sinnvoll ist, zum einen mit einer mechanischen Aspiration oder wenn das oder in Kombination dann auch mit einer intraarteriellen Blutverdünnung. Die ist aber eben etwas weniger und in den Hintergrund gerückt in den letzten Jahren. Und wir können natürlich auch präventiv, also vorbeugend helfen, indem wir eben, wie gezeigt, Stents in die Halsschlagader oder in die Hirnschlagader legen. Grundsätzlich, das haben Sie auch schon gehört und ich denke, das ist etwas, was Sie dann sicher mit nach Hause nehmen. Ein Schlaganfall ist immer ein Notfall. Es gibt den Spruch, Zeit ist Gehirn. Und je länger Sie die Zeit verstreichen lassen, umso mehr Gehirnzellen gehen kaputt. Das heißt, die wirksamen Therapien haben eben auch ein begrenztes Zeitfenster. Mit diesen mechanischen Therapien können wir sicherlich so ein bisschen über diese von den Lysetherapie bekannten Zeitfenstern von 4-5 Stunden herausgehen, wissen das aber noch nicht so ganz genau, weil es eben auch noch nicht so ganz lange da ist. Und wir wissen aber, dass eben insbesondere die großen Verschlüsse, die großen Gerinnsel in den Hauptanteilen der Hirnarterien, speziell wenn sie länger sind als etwa 7 mm, am besten profitieren von unseren mechanischen Maßnahmen und damit eben natürlich auch die Prognose, das heißt also den Krankheitsverlauf der Patienten verbessern können. Und ein optimales Schlaganfallmanagement, wie es Ihnen vorgestellt worden ist, mit der sozusagen Kette vom Patienten bzw. Betreuer oder dem, der das meldet, über den Notarzt und über die Stroke Unit, die verbessert natürlich erst recht den Anteil der Patienten, denen wir wirksam helfen können und nicht nur ein schönes Bild produzieren können. Aber wir können, das ist eben im Moment noch immer ein sogenannter Heilversuch, das heißt, wir haben keine wirklichen Langzeitdaten, eben weil es relativ neu diese Therapie ist. Und mit diesem Blick vom Mainzer Dom auf den Rhein darf ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Vielen Dank für den ausführlichen Vortrag. Dieser Vortrag war sicherlich etwas komplex und hat wahrscheinlich den einen oder anderen etwas verstärkte Aufmerksamkeit gefordert. Aber wir werden gerne auf die Fragen, die sich aus diesem Vortrag ergeben haben, später eingehen, wenn es in Ihrem Sinne ist. Bu konuşma muhtemelen biraz zor gelmiştir aramızdaki bazı konuklarımıza. Bana bile zor geldi. Fakat sorularınızı tüm konuşmalardan sonra alırsak umarım anlayış gösterirsiniz. Önce konuşmalarımızı bitirelim. Şimdiki konuşmayı ben kendim tutacağım. Adım İrem Karlova. Tanımayanlar için kalp ve damar cerrahisi bölümünde asistan doktor olarak çalışıyorum 2008 senesinden beri. Sayın Profesör Müller Forel. Also ich werde jetzt halten sozusagen über die chirurgischen Maßnahmen bei einem Schlaganfall. Wann die Chirurgie sozusagen zum Zuge kommt. Denn mit den Maßnahmen, die Frau Professor Müller-Forell uns jetzt ausführlich beschrieben hat, die ja für uns in die Kategorie konservative Therapie zählen, sind wir noch nicht am Limit. Sondern wenn diese Therapiemaßnahmen nicht greifen können, können wir als Chirurgen immer noch einsteigen und sozusagen Hilfestellung leisten beziehungsweise präventiv tätig werden. Ich werde den Vortrag auf Türkisch halten und die Dias werden auf Deutsch sein. Beyin felci geçirdiğiniz takdirde önceki konuğumuzun size anlattığı şekilde konservatif tedavi imkanları aşıldıktan sonra henüz daha bir sınıra ulaşmamışızdır. Cerrahi bakımdan, cerrahi açıdan hastalarımıza imkan tanıma şansımız
var. Beyin felci teşhisi konulduktan sonra ne zaman artı cerrahi tedavi gerektiğini şimdi size biraz yakınlaştırmaya çalışacağım. Beyin felci değişik kaynaklardan sebeplenir. Kalp aritmisi veya atrial fibrilasyon diye tanıdığımız hastalık beyin felcine çok sıklıkla yol açar. Nedeni atrial fibrilize de kan pıhtılaşması oluşur ve bu pıhtıların beyine atıldığı takdirde beyinde oksijen yetersizliği oluşur ve beyinde inme olur. Oh. Evet. Ayrıyeten kalp kapak iltihaplanması dolayı kalp kapaklarında oluşan pıhtılar da beyine mobilize edilip beyinde felç oluşturur. Burada gördüğümüz ameliyat esnasında çekilmiş olan bir resimdir ve aort kapağının iltihaplanmasını gösterir. Burada gördüğünüz ufak beyaz pıhtılar bir dahaki kan dolaşımına girdiği takdirde beyine gider ve beyinde oradaki atar damarda tıkanıklık oluşturur. Bu tıkanıklığın arka bölümünde yeterince kan dolaşımı oluşamaz ve beyine az oksijen gider ve dolayısıyla inme oluşur. Ayrıyeten kalp kapaklarında bu yaşlılıktan dolayısı gelen bir kireçlenme oluşur. Bu kireçlenme kireç embolisine yol açabilir. Ufak kireç parçaları kan dolaşımına katıldığı takdirde öbür iltihaplanmada gördüğümüz pıhtılar gibi beyine ulaşıp orada inme oluşturur. Burada gördüğünüz tekrar aort kapağıdır. Şuradaki ufak ufak topçuklar kireç parçalarıdır. Bu kireç parçaları, bu gördüğünüz Mercedes şeklinde oluşan kapak, açılıp kapanan bir mobil halinde bir kapaktır. Her açıldığında ve her kapandığında bu kireç parçaların kan dolaşımına geçmesini imkan sağlayabilir. Onun için böyle bir kapağın vücutta kalması tehlikelidir ve beyin felci oluşturabilir. Ayrıyeten karotis ateromatoz denen boyun atar damarlarında da kireçlenme oluşabilir. Yüksek yaşlarda Tuğba arkadaşımın size anlattığı gibi fazla kilo, şeker, yüksek tansiyon, bunlar hepsi damarlarda kireçlendirmeyi sağlar ve dolayısıyla beyin felcine yol açabilir bu kireçler. Bizim cerrah olarak tedavi amaçlarımız emboli riskini yok etmek. Dolayısıyla yeni inmeleri engellemek. Kalıcı ağır felçleri önlemek ve tıkanık atar damarları açıp kan dolaşımını eski haline döndürmektir. Kalp aritmisinde kalp ritmini tekrar düzene sokmak ilk hedeflerdendir. Ayrıyeten kalbin normal hızda atmasını sağlamak ve aritmi dolayısıyla emboli riskini arttığından bir nevi embolilerin önüne geçmek çok mühimdir ve aritmi tedavisinin önemli sütunlarındandır. Bir nevi ilaçlar kalp ritmini yeniden düzenlemeye yardımcı olabilir. İlaçlar etkisiz kalırsa eğer elektrik kardiyoversiyon ile kalbin atışını düzenlemeye çalışırız. Açık ameliyat esnasında veya anjiyo esnasında kalp hücrelerinin sebep olduğu aritmiler ablasyon tekniği ile yani yüksek şua ile hücreler öldürülür ve böylece aritmiye son vermeye çalışılır. Önemli olan bütün bu tedavilerin dışında kan sulandırıcısı ilaçların kullanımıdır. Yani Marcumar veya Pradaxa. Kan sulandırıcı ilaçların INR'si 1.5 ile 2 arasında tutulmalıdır. Kalp kapakçık iltihaplanmasında antibiyotik tedaviden hariç oynak pıhtılar oluştuğu takdirde ve kalp kapak yetersizliği mevcut olduğunda ameliyat şarttır. Ameliyatın ilk amacı emboli riskini yok etmektir.
Ameliyat esnasında ne yapılır? Ameliyat esnasında iltihap dolayısıyla oluşan pıhtılar öncelikle temizlenir. Eğer kalp kapakçığının fonksiyonu normal ise hastanın kendi kalp kapağını korumak önemlidir. Yani bir nevi ilk hareket olarak bu kalp kapağını değiştirmeyiz. Eğer değiştirmesi gerekmiyorsa. Fakat pıhtılar temizlendikten sonra ameliyat esnasında görürsek eğer ki kalp kapağı yetersiz çalışıyor veya doğru şekilde kapanmıyorsa o zaman bu kalp kapağını çıkartıp yeni teknik bir kalp kapağı takarız. Kalp kapaklarındaki kireçlenme dolayısından oluşan beyin felçlerine gelirsek burada ameliyat esnasında ne yapıyoruz? Ve ne zaman ameliyata geçiyoruz? İlla beyin felci geçirmiş olmak mecburiyetinde değilsiniz. Baş dönmesi veya baygınlık geçirdiyseniz ve hastaneye gelip teşhis konulduğunda kalp kapağınızda kireçlenme mevcut olduğunu gördüğümüz takdirde ameliyat öneririz. İlla beyin felci geçirene kadar beklemek yani gereksiz ve saçma tıbbi açıdan. Çünkü bu kalp kapağını kalıcı bir felç geçirmeden değiştirirsek felç yani kalıcı felç ve sarkıklık, kol sarkıklığı filan bu takım şeylerin önüne geçebiliriz. Kalp kapağı değiştirme konusuna geldiğimiz takdirde bizim bulunduğumuz hastanede tabii ki açık kalp ameliyatı olarak hastalarımıza ikram ediyoruz. Fakat her hasta açık kalp ameliyatı için uygun değildir. Yaşadığımız toplum gittikçe yaşlanıyor ve yaşlılıkla da biriktirdiğimiz hastalıklar artıyor. Dolayısıyla ameliyat riski yaş arttıkça artıyor. Onun için yaşlı vatandaşlarımıza, yaşlı hastalarımıza başka alternatifler sunmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla minimal invazif dediğimiz riski az olan, kasıktan girilen veyahut da kaburgaların arasından açılan ufak bir ameliyat girişiyle kalp kapağını değiştiriyoruz. Burada gördüğümüz, geri gidiyorum. Burada gördüğümüz kaburgaların arasından açılmış olan kalbin ucundan giriş yapılmış bir kateterdir. Aort pozisyonuna yol açar ve aort kapağının oraya geldiğimiz takdirde orada bir stent bulunur. Burada yeni kalp kapağı içinde mevcuttur. Eski kalp kapağının içine girip eski kalp kapağını aort duvarına yapıştırıp yeni kalp kapağı yerleştirilir ve böylece beyin felcine yol açan kireç pıhtıları da bu stentle damar duvar arasında sıkıştırılır ve böylece risk yok edilir. Ayrıyeten burada gördüğümüz resim size belki aynı geliyor önceki resim gibi. Fakat gördüğünüz gibi yukarıdan geliyor bu sefer kateter, alttan gelmiyor. Bunun nedeni bu kateter normal anjiyoda tanıdığınız gibi kasıktan, kasık atar damardan kalbe doğru yukarı ileri götürülür ve oradan itibaren aort kapağının içinden geçip burada yine aynı stent mevcuttur. Duvara doğru açılır ve eski kalp kapağı duvara yapıştırılır ve yeni kalp kapağı yer alır. Böylece hem emboli riski yok edilir hem de yeni fonksiyonu normal olan bir kalp kapağı vücudunuzda mevcuttur. Şimdi geliyoruz boyundaki atar damarlara. Boyundaki atar damarlarda kireçlenme olduğu takdirde normal olarak o damarın çapı gittikçe azalır. Çünkü damarın içerisinde kireç yer alır ve kan dolaşımı azalır. Kan dolaşımı yani bu atar damarların çapı %75'in altına düşer ise ve baş dönmeleri ve baygınlıklar geçiriliyorsa bu zaman ameliyat için bir endikasyon vardır. Ne yapıyoruz biz şimdi böyle bir ameliyata yaptığımız zaman? Böyle bir ameliyat yaptığımız zaman tromp end arteriyektomi dediğimiz müdahaleye geçiyoruz. Damar açılıyor.
Bu müdahaleye geçerken açılan ameliyat girişi boyunda boyundaki Adele'nin yanında geçip yaklaşık 5 santim uzunluğunda bir giriş yapılıyor. Atar damar açılıyor. İçindeki atar damar açılıyor. Bu sarı gördüğünüz bu doku diyeyim, kireç. Hepsi kireç. Bu kireçler çözülüyor damar duvarından ve dışarı çıkartılıyor. Ardından toplar burada gördüğünüz eski bir kireç parçası. Damarı tıkayan. Dolayısıyla kireç pıhtıları kan dolaşımına geçtiği zaman beyinde felç açan dokular bunlar. Bu pıhtıyı temizledikten sonra bacaktan kazanılmış olan toplar damarla bu atar damarı tekrardan dikiyoruz ve ameliyat bitmiş oluyor. Bu ameliyatın sonuçları, yani kısa vadeli ve uzun vadeli sonuçları çok iyidir. Ardından böyle bir ameliyat ardından tekrardan beyin felci geçirme riskinin şansı çok 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 az. Ameliyat esnasında beyin felci geçirmenin riski yaklaşık %2. Fakat bu ameliyatlar full narkozda yapılmıyor. Sadece lokal anestezide de yapılabilen ameliyatlar. Dolayısıyla tüm ameliyat esnasında hastayla irtibatta olabiliyorsunuz. Yani ameliyat esnasında bir beyin felci veya beyinde bir oksijen yetersizliği var olursa hasta bunu zaten size söyleyebilecek durumda. Özet olarak şunu söyleyebiliriz. Özet olarak biz cerrah olarak geçmiş olan felçleri ve kalıcı felçleri biz tedavi edemiyoruz. Fakat ileriki tekrar beyin felci geçirme riskini böyle ameliyatlarla ve böyle tedavilerle yok edebiliyoruz. İlginiz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın. Der nächste Vortragende ist ein Sondergast sozusagen, auch aus unserer Abteilung, der Kollege Taschpunar, der uns jetzt berichten wird über die Möglichkeit eines Vorhofseptumdefektes, der bei Kindern sozusagen entsteht und der auch zum Schlaganfall führen kann. Şimdi konuşacak olan arkadaşımız Hakan Taşpınar, o da bizim kalp ve damar cerrahisinde asistan doktor olarak çalışıyor ve kalpte deliğin beyin felcine nasıl yol açtığını şimdi bize anlatacak. Teşekkürler. İyi akşamlar sayın misafirlerimiz. Size bugün anlatacağım konu inmenin sebeplerinden olan çocuk kalp hastalıklarından birisi olan adı atrial septal defektir. Shit. Okay, I see. Okay. Tamam. Önce bu hastalığı tanımamız için önce kalp anatomisine bir bakalım. Evet. Kalp anatomisi, kalbin bizde aşağı hepimizin bildiği gibi 4 tane odacığı vardır. 2 üst ve 2 alt odacıktır. Bu 2 üst odacığı ve alt odacıkları ayıran zar duvar vardır. Bu üstü ve altı ayıran kalp kapaklarımız. Hepsi de beraber sağ ve sol tarafın kanını beraber karıştırmamaya çalışıyor. Oldu. Evet, atrial septal defekt ne demektir? Aşağı yukarı %7 ile %12 arası yeni doğmuş çocuklarda bulunan bir hastalıktır. Sağ ve sol taraf üst odacıkların oluşan zar duvarın delikliği. Daha doğrusu hepimizin bildiği kalp deliğidir. Bu kalp deliği, şimdi burada gördüğümüz gibi resimde, bu normal zar duvarı delik yüzünden sol taraftaki kan sağ tarafa ulaşıyor. Eğer kan pıhtırlaşması oluşursa sağ taraftaki sağ üst odacıktan normal olarak direkt alt karıncıktan
akciğer embolizine sebep oluyor. Delik sayesinde kan pıtırlaşması sağ odacıktan, üst odacıktan sol üst odacığa geçip bu gördüğümüz beyne giden damarlardan direkt inmeye sebep olur. Bu hastalığı nasıl araştırabiliyoruz? İlk birincisi tabii kalbi dinlemekle. Orada esasında iki tane kalp sesi duyacağımız yerine üç tane kalp sesi duyuyoruz. Ya da eşokardiyografi sayesinde burada gördüğümüz gibi sol taraftan sağ tarafa ulaşıyor kan. Evet, bunun tedavisi nedir? Nasıl yapılır? İki tane yol var. Birisi açık ameliyat üzerine. Açık ameliyat üzerinden kalp makinesine bağlanıp ve üst odacığı açıp direkt deliği görebiliyoruz. Burada gördüğümüz gibi burası üst odacık, burada da kalp deliği. Kalbin kendi torbasından biraz materyal alıp o kalp deliğinde burada gördüğümüz gibi kapatabiliyoruz. İkinci yöntem de kateter üzerindedir. Toplar damardan kateterle direkt geri üst odacığa gidiyoruz. Üst odacıktan kalp deliğin içine girip burada gördüğümüz gibi kateterin içinde oluşan şemsiyeler var. Aynı stentlere benziyor. Kalplere taktığımız stentler gibi. Önce ilk şemsiyeyi açıyoruz ve stenti geriye çekip ikinci şemsiye açılıyor. İkinci şemsiye açıldıktan sonra kalp kapağını kapatmış oluyoruz. Evet, teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Son konuşmamıza geliyoruz. Saygıdeğer Doktor Betz, fizik tedavi hakkında bize Bilgi verecek. Unser letzter Referent ist aus der physikalischen Therapie und wird uns berichten über die physiotherapeutischen Möglichkeiten, was eigentlich für den Patienten im Vordergrund steht, weil es den Patienten wieder dazu bringen soll, alltagstauglich zu werden und mit seinen hoffentlich nicht bleibenden Schädigungen klar zu werden bzw. sie aufzuheben. Vielen Dank. Ja. Herzlichen Dank. Wir haben fantastische Bilder gesehen, wunderbare Behandlungsmöglichkeiten. Und das bewirkt, dass ca. 30% aller Patienten nach der Akutbehandlung nicht in eine Rehabilitation gehen, sondern praktisch keine Symptome zurückbehalten und nach Hause entlassen werden. Dann gibt es noch eine kleine Gruppe, die leider den Schlaganfall trotz der wunderbaren Behandlungsmöglichkeiten nicht überleben. Wir haben eben darüber gesprochen. Es sind hier ungefähr 5% der Patienten. Alle anderen sind nach einem akuten Ereignis Schlaganfall, über das wir jetzt sehr lange gesprochen haben, das aber doch eine relativ kurze Zeit ja umfasst. Es ging ja darum, es muss schnell gehen. Auch die Therapie geht schnell, weil dann sehr schnell die Situation so ist, dass ein Stadium erreicht ist, wo man durch Eingriffe dem Patienten nicht mehr vorwärts helfen kann. Er hat dann seine Schädigung, er hat alle möglichen Funktionen eventuell verloren. Es ist potenziell möglich, dass alle Funktionen, die das Gehirn so hat, beeinträchtigt sind. Ja, das fängt an eben von der Bewegungsfähigkeit von Arm und Bein, das Gleichgewicht, das Sehen, das Schlucken, das Sprechen, das sich orientieren können. Also alle Funktionen, die wir so erworben haben, können teilweise oder vollständig verloren gehen. Und dann wacht also letztlich der Patient nach seiner Akutbehandlung auf der Stroke Unit auf und hat dann seine Funktionsdefizite. Und an diesem Punkt sind wir jetzt angelangt. Was passiert dann? Was kommt nach der Akutbehandlung? Weil das Gros der Patienten eben trotz Fortschritten in der Akutbehandlung dann Defizite in seinen Funktionen hat. Und alles, was dann dazu beiträgt, dass der Körper seine Funktion zurückerhält, dass
Aktivitäten wieder möglich werden, wie selbst essen, sich waschen, sich anziehen. Alles das wird unter Aktivitäten zusammengefasst. Und was dazu führt, dass der Patient wieder an unserer Gesellschaft teilnehmen kann, selbstständig wird, das wird unter dem Begriff Rehabilitation dann zusammengefasst. Also unser Ziel in der Rehabilitation ist, dem Patienten seine Selbstständigkeit wiederzugeben, Funktionen wieder zu erarbeiten, Aktivitäten zu ermöglichen. Wie kann man sich jetzt vorstellen, dass Funktionen wiederkommen, obwohl wir ja darüber gesprochen haben, dass das Gehirn Schaden erleidet? Und hier auf der linken Seite sehen Sie so einen mikroskopischen Ausschnitt aus dem Gehirn, wo man Gehirnzellen sieht, die miteinander vernetzt sind. Und so ein Hirnschaden könnte man sich jetzt vorstellen als Loch in diesem Netz, in diesem Gehirnnetz, das eben diese wunderbaren Funktionen, die wir haben, ermöglichen. Und letztlich gibt es zwei Mechanismen, die Funktionen wieder entstehen lassen. Das eine ist, Frau Professor Müller-Forell hat über die Penumbra gesprochen, das ist also der Bereich, wo das Loch eigentlich noch nicht wirklich da ist, das heißt, die Zellen nicht untergegangen sind, sondern nur beeinträchtigt sind durch eine vorübergehende Verminderung der Durchblutung. Das kann sich erholen, Schwellung kann abgebaut werden. Das ist so ein Zeitraum von ungefähr 3 Wochen nach dem Ereignis, wo durch natürliche Erholungsmechanismen tatsächlich das Netz, das beeinträchtigt ist, sich wieder schließt und Funktionen wieder aufgenommen werden. Der andere Mechanismus ist der, dass der Körper die Möglichkeit hat, Alternativen zu nutzen, das Netz neu zu stricken. Er wird nicht den nekrotischen Anteil neu aufbauen können, aber er kann alternative Kreisläufe entwickeln, kann zwischen Zellen neue Verbindungen schaffen, um ein alternatives Netz zu bilden, das dann die Funktion wieder erfüllt. Dass diese Lernfähigkeit des Gehirns da ist, können wir an dem Beispiel sehen, das hier auf der rechten Seite abgebildet ist. Hier ist eine Vorlage mit 6 verschiedenen Bildern, die der Patient nach einem akuten Pathologie im Gehirn nachmalen sollte. Und das erste Bild, das er versucht hat zu malen, sehen Sie auf der rechten Seite. Er hat eine Wahrnehmungsstörung und kann diese 6 Bilder weder richtig erkennen noch reproduzieren. 2 Wochen später sehen wir, dass er zumindest schon mal erkennt, Mensch, das sind 6 verschiedene Sachen. Er versucht es nachzumalen, teilweise in Ansätzen gelingt es, aber noch nicht so richtig, ja, wenn man sich die Figuren so anguckt. Nochmal 2 Wochen später können wir jetzt schon hier die Blume ganz gut erkennen, die Sonne ganz gut erkennen, das Männchen steht leider am falschen Ort, aber immerhin ist es schon ziemlich gut reproduziert und auch der Stern fängt an, wieder ja, der Form nahe zu kommen, die gewünscht ist. Das ist das Wiedererlernen einer Funktion, die verloren gegangen war. Und das ist jetzt nicht nur mit der Wahrnehmungsfunktion so, sondern das ist natürlich genauso mit der Bewegungsfunktion, dem Gleichgewicht, dem Sprechen oder dem Schlucken auch so. Wie kann man das schaffen, dass diese Funktionen wieder kommen, das wird man nicht dadurch schaffen, dass man dem Gehirn möglichst viel Ruhe gibt. Sondern letztlich schafft man es nur dadurch, dass man den Körper mit der mangelnden Funktion konfrontiert. Nur dadurch, dass der Anspruch ans Gehirn kommt, male das, bewege deinen Arm, sitze. Nur dadurch wird das Gehirn angeregt, auch die Funktionsstörungen zu überbrücken, neu zu lernen und dann auch entsprechende alternative Funktionen aufzubauen. In dem Zusammenhang vielleicht ein Hinweis. Ganz häufig erleben wir im Krankenhaus, dass gut gemeinte Hilfe, die Angehörigen sind betroffen, sie möchten Anteil nehmen am Schicksal des Betroffenen, sie möchten ihm etwas abnehmen und möchten ihm etwas Gutes tun und schaden ihm aber letztlich damit,
weil dadurch, dass ihm alles abgenommen wird, kann er gar nicht lernen. Wieder lernen ist harte Arbeit. Und nur dadurch, dass wir diese Arbeit dem Betroffenen zumuten, hat er die Chance, neu zu lernen. Einem Kind, dem sie nicht ständig die Aufgabe geben, binde deine Schuhe, wird das Schuhbinden nicht lernen. Und ein Schlaganfallpatient, der Funktionen verloren hat, wird die Funktionen nicht zurückerhalten, dadurch, dass er im Bett liegt oder im Stuhl sitzt und man ihm jegliche Tätigkeit abnimmt. Rehabilitation ist Konfrontation mit dem Defizit, ist harte Arbeit und dann kann ich auch etwas erreichen. Das müssen Sie nicht alleine tun, die Patienten nicht alleine tun, denn die Angehörigen auch nicht, sondern die Universitätsmedizin hat sich nicht nur die Aufgabe gestellt, akut die bestmögliche Therapie zu bieten, das haben Sie schon gesehen, sondern auch für die Rehabilitation sorgt sich um die Rehabilitation, also die Rückgewinnung der Funktion, sorgt sich die Universitätsmedizin und versucht schon im Akutstadium hier den richtigen Einstand zu finden. 80 Mitarbeiter gibt es in diesem Bereich. 600 bis 700 Patienten werden täglich hier behandelt, nicht nur wegen Schlaganfällen, sondern wegen aller möglichen Diagnosen, was im Monat ungefähr 25.000 Behandlungen macht. Also die Universitätsmedizin ist nicht nur High-End, Akutmedizin, das Leben retten und dann soll der Patient schauen, was mit ihm passiert, sondern Universitätsmedizin greift sofort in diese Akutphase mit hinein, um dann auch die bestmögliche Funktionsrückgewinnung zu gewährleisten. Um möglichst guten Erfolg zu haben in der Rehabilitation, gibt es verschiedene Punkte, die zu beachten sind. Und ein Punkt ist der, dass die Rehabilitation frühzeitig beginnen muss. Immer wenn ein Körper frisch verletzt ist, ist er ganz besonders bereit, dieses Defizit aufzuarbeiten. Das gilt für einen Knochenbruch, das gilt für einen Bandscheibenvorfall und das gilt für einen Schlaganfall. Und diese akute Phase, die dürfen wir nicht verpassen. Da ist der Körper ganz, ganz offen dafür, jetzt neue Funktionen rückzugewinnen. Und deswegen beginnt die Schlaganfallrehabilitation auf der Stroke Unit die ersten 24 Stunden nach dem Schlaganfall, beginnt die erste Übungsbehandlung. Manche empfinden das als Provokation. Ich habe gerade schon gesagt, viele denken, Mensch, der braucht doch Ruhe, jetzt lass dem mal Zeit. Aber durch dieses Zeitgeben bekommt das Gehirn keine neue Futter. Ja? Es muss angeregt werden, es muss wieder Ordnung in den Kopf kommen. Und dazu sind eben auch Bewegungsübungen, Lagewechsel, das Ausstehen aus dem Bett, das Sitzen am Stuhl, das Gehen zur Toilette unheimlich wichtig. Das heißt also, frühzeitiger Beginn, wundern Sie sich nicht, wenn 24 Stunden nach dem Schlaganfall dann die Therapeuten vor der Tür stehen. Zweitens, das Üben muss umfänglich sein, das muss intensiv sein. Das hilft nichts, wenn man mal ein paar Übungen macht und dann sagt, ach, jetzt habe ich ja genug gemacht und jetzt ruhe ich lieber wieder. Sondern, ich habe es schon mal angesprochen, das ist harte Arbeit, das muss einen großen Teil des Tages einnehmen. Direkt nach dem Schlaganfall ist es noch nicht ganz so viel, aber im Lauf der Rehabilitation sind es 3 bis 5 Stunden Therapie täglich. Und wenn man Therapie so definiert, dass sie letztlich dann in den Alltag des Patienten hineinreicht, das heißt also Therapie auch das Sitzen beim Abendessen ist, wenn eben bestimmte Kriterien betrachtet werden, dann ist es sogar noch mehr. Das heißt also, Rehabilitation braucht Aufwand, braucht Intensität. Drittens, Rehabilitation muss spezifisch sein. Ich kann jetzt nicht sagen, so, ich mache mit jedem dasselbe, egal was für Diagnose der hat und was für Ausfälle bei dem sind, welcher Mensch das ist. Ich behandle die mal in einer Gruppe und dann ist eigentlich relativ egal, was wir tun, sondern wir brauchen eine spezifische Therapie, für angepasst an den einzelnen Patienten. Oh, das war jetzt zu schnell. So,
Wie sieht so eine spezifische Therapie aus oder auf welcher Idee basiert die spezifische Therapie des Schlaganfallpatienten? Man nennt das Therapie auf neurophysiologischer Grundlage. Das heißt also, man bedenkt dabei die natürliche Funktion des Gehirns. Und die Idee ist die, dass man sagt, man nutzt die Restfunktion, die der Patient hat. Zum Beispiel, ja, er kann sitzen, auch wenn er nicht im Lot sitzen kann, auch wenn er nicht frei sitzen kann. Das heißt also, er braucht Stütze rechts und links. Man nutzt eine Rechtsfunktion und gibt da obendrauf dann Informationen, wie hier, wo ist die eine Seite. Ich kann hier zum Beispiel einen zweiten Block aufbauen, dass der Patient leichter seine Mitte findet und gebe ihm diese Information. Hier ist eine Mitte. In dieser Mitte gebe ich ihm dann weitere Aufgaben, wie zum Beispiel, wir ziehen in dieser Mitte dann auch noch eine Jacke an. Das heißt, ich nutze den Rest seines Funktionsnetzes Sitz und gebe obendrauf zusätzlich Informationen. Hier ist deine Mitte. Und durch diese Kombination aus, er greift auf den Rest seines seiner Funktion zurück, die das Gehirn noch hat, plus meine therapeutische Information, gibt ihm die Möglichkeit, die Funktion wieder neu zu lernen. Aber nur dadurch, dass er es tut. Und die therapeutische Kunst ist die, dann die Übungssituation so zu gestalten, dass es auf der einen Seite Herausforderung für den Patienten ist, auf der anderen Seite keine Überforderung. Wird die Übungssituation zu schwierig gewählt, kann der Patient natürlich auch pathologische Lösungsmechanismen lernen, ungünstigen Tonusaufbau betreiben, der ihn dann letztlich hindert. Ja, das ist dann die Kunst an der Geschichte, genau dieses Level zu wählen, wo auf der einen Seite Lerneffekt entsteht, auf der anderen Seite keine Überforderung. Vierter und letzter Punkt, den ich hier ansprechen will. Ich habe schon gesagt, wenn Kinder lernen, Schuhe zu binden, das dauert seine Zeit. Oder wenn ich versuchen würde, Türkisch zu lernen, das dauert seine Zeit. Ich frage mich heute, ob ich es überhaupt jemals schaffen würde, wenn ich sie so höre. Aber Lernprozesse dauern ihre Zeit. Und so geht es natürlich dem Schlaganfallpatienten auch. Er hat den Vorteil, dass er es schon mal konnte. Das heißt, er hat nur einen Teil des Netzes verloren, das er braucht, um die Funktion auszuüben. Und auf diesen Rest kann er zugreifen und muss nur eben einen Baustein lernen. Von daher geht mancher Lernprozess schneller, als wenn man es zum ersten Mal lernen muss. Und trotzdem muss man sich Wochen und Monate Zeit geben. Die Haupterholungszeit sind die ersten 6 Monate. Da passiert am meisten. Aber auch danach kann der Patient noch lernen. Das heißt, die Rehabilitationsfähigkeit ist nie am Ende. Rehabilitation ist letztlich eine lebenslange Aufgabe, kann man sagen, weil es immer noch Möglichkeit gibt, dazu zu lernen und Funktionen wieder zu gewinnen. In Deutschland haben wir ein Rehabilitationssystem, das sich nach diesem Prinzip widmet, dass es lange braucht, bis entsprechend die Ressourcen ausgeschöpft sind. Deswegen ist unser Rehabilitationssystem hier in verschiedene Phasen geteilt. Wir haben also die Akutbehandlung hier zum Beispiel in der Universitätsmedizin auf der Stroke Unit und von da aus können dann ein Teil, ohne dass Rehabilitation notwendig ist, direkt nach Hause gehen und ein Teil oder der Großteil, muss man sagen, wird dann eben in die Rehabilitation weitergegeben und die Rehabilitation geht dann von Einrichtungen, die sich spezialisiert haben auf schwerst betroffene Patienten, über Einrichtungen, die eingerichtet sind für Patienten, die eine gewisse Selbstständigkeit erreicht haben, aber noch Hilfe brauchen, über Patienten, die dann letztlich schon selbstständig sind und aber noch stationär behandelt werden. Es gibt auch ambulante Einrichtungen und es gibt Einrichtungen, die auf dauerhafte Pflege vorbereitet sind. Ja, in der Stroke Unit trifft man dann die erste Entscheidung, jawohl, muss er überhaupt in Rehabilitation, geht er in diese oder jene Phase.
Die meisten werden von der Stroke Unit in Phase, die sogenannte Phase C gehen, einige wenige in B. Man kann aber, wenn man dann zugeordnet ist zu einer Phase, auch innerhalb der Phasen sich hocharbeiten, sage ich mal. Ja, wenn man seine Funktionen verbessert, wenn man nicht mehr Phase B pflichtig ist, kann man in Phase C und Phase D kommen. Was wir auch sagen müssen, es gibt einzelne Patienten, die können leider nicht immer besser werden und dann letztlich nach Hause entlassen werden, sondern sie verbleiben auf einem Niveau, wo sie dauerhaft auf dauerhafte Pflege angewiesen sind und werden deswegen auch in eine Einrichtung verlegt, Phase F. Das sind also diese schon angesprochenen Pflegeeinrichtungen, wo Patienten dauerhaft dann eben entsprechend unterstützt werden. Die meisten können zum Glück dann über die Phase C, die meisten gehen in die Phase C, von der Phase C in die D und von der Phase D dann entsprechend nach Hause. Wenn sie zu Hause sind, ist es hier so geregelt, dass man dann ambulant die notwendige medizinische, therapeutische und wenn notwendig auch pflegerische Unterstützung erhält. Ganz besonders ist am Reha-System in Deutschland, dass man auch zurück in die Rehabilitation kann. Interessant ist beim Schlaganfallpatienten, dass die Erfolge leider nicht sehr stabil sind. Bedeutet, wenn ein Patient in einer intensiven Rehabilitationseinrichtung war, nach Hause geht, dann besteht die Gefahr, dass ein Teil seiner gewonnenen Funktionen wieder verliert. Die alternativen Funktionsstrategien im Kopf sind leider nicht so stabil wie die eigentlichen, die natürlichen, sondern ein Teil geht leider, wenn man nicht entsprechend regelmäßig trainiert, auch wieder verloren. Und deswegen besteht die Möglichkeit, auch nach einer gewissen Zeit zu Hause erneut in die Rehabilitation zu gehen, sei es in die stationäre oder sei es in die ambulante Rehabilitation. Dass das Ganze funktioniert, hier nochmal ein Beispiel. Das ist eine Veröffentlichung der Schmiederkliniken, ist eine der großen neurologischen Reha-Kliniken in Deutschland. Aufnahmephase C, das sind die meisten Patienten, die eben von der Stroke Unit dann in die C gehen. Da waren 20% selbstständig gehfähig. Und nach Entlassung aus der Phase D, also auch das wieder das häufigste, waren über 90% selbstständig gehfähig. Und auch das ist wieder ein Zeichen dafür. Man kann enorm vieles wieder lernen. Aber, und das, ich wiederhole mich zwar, aber das ist auch das, was ich hoffe, dass Sie mitnehmen, nur dadurch, dass man sich mit dem Defizit konfrontiert, dass man hart daran arbeitet, dass man wieder zum Gehen kommt. Und auch das wiederholt sich, aber es ist mir ganz wichtig, weil ich es erlebt habe. Häufig erlebe, immer wieder erlebe. Familienstrukturen, die es ganz besonders gut mit dem Patienten eigentlich meinen, neigen dazu, dem Patienten vieles abzunehmen und schaden ihm dadurch. Die gut gemeinte Hilfe ist ein Schaden. Das heißt nicht, dass man gar nicht helfen darf. Er muss ja, wo er sich nicht helfen kann, Unterstützung erfahren. Aber das, was er eben gerade so kann, das muss er auch tun, um eben entsprechend Fortschritte machen zu können. Letztlich kann ich Ihnen hier nicht versprechen, dass jeder Patient, wenn er nur hart genug arbeitet, alles wieder erlernen wird. Leider ist die Erfahrung die, dass häufig ein Kompromiss bleibt. Vieles kann wieder erlernt werden, auch wenn gewisse Einschränkungen bleiben. So wie bei diesem Patienten hier nach Schlaganfall, der zwar nicht mehr auf seinem zweirädrigen Fahrrad fahren kann, aber auf seinem dreirädrigen Liegerad kann er es eben. Und kann da auch seinen Sport treiben und hat da auch wieder Lebensqualität gefunden. Und wenn wir das erreichen, dass wir durch die Rehabilitationsmaßnahmen die Patienten wieder ein Stück weit selbstständig machen und wenn er dadurch wieder selbstbestimmt sein Leben leben kann, ich glaube, dann ist viel erreicht. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Betz. Die Zeit ist etwas vorangeschritten, aber nichtsdestotrotz sind wir trotzdem offen für Fragen. Wir machen keine leeren Versprechungen. Zaman ilerlemiş olsa da yine de sorularınıza cevap vermek istiyoruz. Onun için sorularınız varsa bize Türkçe veya Almanca fark etmez yönlendirebilirsiniz. Biz hepimiz
cevaplandırmaya çalışacağız. Die Fragen werden gerne auf Deutsch oder auf Türkisch angenommen und auf Deutsch und Türkisch auch dann beantwortet. Sie haben gar nicht auf den, über den Fall Blutungen gesprochen. Ich kann nicht einordnen, was das bedeutet und wie man dann vorgeht. Schlaganfall ist ja im Prinzip eigentlich nur ein Symptom, dass nämlich eine plötzliche Behinderung eintritt, dass Sie am Tisch sitzen und auf einmal Ihnen der Löffel aus der Hand fällt. Die Ursachen können, da haben Sie völlig recht, Blutungen sein. Die können auch, es kann eine im Gehirn vorhandene Blutung sein. Es kann eine Blutung aus einer Gefäßmissbildung, einem Aneurysma sein. Aber die häufigsten Ursachen sind eben diese Blutgerinnsel, die Thromben, die Embolien. Und deshalb die Untersuchung, deshalb auch die CT-Untersuchung, um zu gucken, ist da eine Blutung drin, denn wenn eine Blutung ist, können Sie auch keine Lysetherapie machen und dann werden auch unsere Maßnahmen nicht mehr helfen. Und dann muss man nach der Ursache der Blutung suchen. Aber die häufigsten Ursachen sind tatsächlich die embolischen, die thrombembolischen, wie man es nennt, Ereignisse. Also ich sage ergänzend, im Rahmen der letzten Veranstaltung dieser Reihe, seltene Ursachen des Schlaganfalls, wird es auch um die Blutung gehen. Vielen Dank für die Frage. Konuğumuzun sorduğu konu kanama çapında beyin felci nasıl yani veya tedavisi nasıl olur diye. Tabii ki kanama da beyin felcine yol açabilir ve kanama teşhisi konduğu takdirde arkadaşların bahsettiği lis terapisi olanaksızdır. Çünkü lis terapisi kanı zaten sulandırır ve beyinde bir kanama varsa bu imkansız ve bütün durumu felaketleştirir. Onun için kanamayı arkada bırakmak lazım. Yani kanama olmadığı, beyin felcinin nedeninin başka bir şey olduğunu ispat ettikten sonra ancak bu lis terapisini yapabiliriz. Fakat kanama da tabii ki beyin felcine yol açabilir ama çok az oranda. Ich habe mal eine operativ-technische Frage. Mich wundert es, dass diese Eingriffe so schnell, sicher und zielorientiert vorgenommen werden. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Eingriffe, sie sind ja minimal invasiv, auch zum Ziel führen? Ich übersetze gerade schnell die Frage. Konuğumuzun sorusu Professor Müller-Forell'in yaptığı yöntemlerin hangi boyutta sonuçları yani hangi boyutta sonuçlarının iyi olduğunu soruyor. Çünkü çok çabuk hareket ediyorsunuz, çok çabuk teşhis koyuyorsunuz ve tedbir alıyorsunuz. Bunların neticeleri hangi boyutta iyi ve hangi boyutta pozitif diye soruyu yönlendirdi Professor Müller-Forell'e. Das ist eine sehr gute Frage. Grundsätzlich zum Ziel führen, meinen Sie sicherlich nicht, dass wir an den richtigen Ort gehen, sondern da gehen wir schon hin. Ich habe Ihnen aber die stufenweise Entwicklung dieser Therapie auch gezeigt. Primär mal und sehr häufig haben wir eben vor Ort diese lokale Blutverdünnung gemacht. Da war die Erfolgsrate Pi mal Daumen, Herr Gröschel, verbessern Sie mich, Sie kennen die Zahlen besser noch als ich, vielleicht 30-40%, wo man sagte, das hat was gebracht. War aber immerhin manchmal noch mehr, bei je nach Größe dieses Blutgerinnsels, als die systemische, also durch die Vene gegebene Blutverdünnung. Wir können sagen, dass man mit den Methoden, die ich Ihnen zum Schluss vorgestellt habe, eben mit dem Stent, das Gerinnsel zu entfernen, inzwischen wenn man sagt, eine Revaskularisation, also eine Wiederdurchströmung des Blutes, können wir von bis zu 90% erreichen und eine gute Funktion und eine
eben wie ich mit der einen alten Dame Ihnen das geschildert habe, die eigentlich so gut wie keinerlei Ausfälle hatte, andernfalls, wenn wir es nicht gemacht hätten, gestorben wäre, kann man sagen, sind die Erfolgsraten so zwischen 60% und 70%. Aber also das, was wir jetzt an unserem Hause in den letzten anderthalb Jahren sehen. Also wir haben das Gefühl, dass wir jetzt hier mal richtig was Gutes tun können. Die setzen wir voraus, die setzen wir als selbstverständlich voraus. Also es werden sicherlich, das kann man sagen, nicht diejenigen diese Therapie machen, die gerade mal ein Vierteljahr lang mit dem Katheter gelernt haben, umzugehen. Also in unserem Institut macht es der Oberarzt Dr. Bohr, der insbesondere für die Intervention zuständig ist, und ich. Also wir sind nur zwei, die wir diese Therapie machen im Moment. Also, Frau Müller-Forell kann das nicht so beantworten, aber es hängt natürlich vom Operateur ab. Sorulan soru zaten tercüme etmiştim. Cevabı şu açıda: lokal list terapisi veya sistemik list terapisinin başarı oranı %30 civarında. Yapılan kateter ve stent tedavilerinin başarı oranları 70 ile %90'ın arasında. Ich habe eine Frage an Professor Müller-Forell, Frau Professor. Wenn ich jetzt mit einem Schlaganfall hier in die Medizin komme und dann kann ich im Ernstfall behandelt werden mit der mechanischen Therapie oder mit der Kathetertherapie. Für mich stellt sich die Frage, was passiert, wenn ich in eine andere Stroke Unit komme? Ich wohne zum Beispiel in Rüsselsheim und im Notfall werde ich immer nach Rüsselsheim eingeliefert. Und ich gehe davon aus, dass ich da nur mit einer Lysetherapie behandelt werde. Erstmal nicht nur, aber das hängt davon ab. Aber wir haben eine Kooperation mit dem Klinikum in Rüsselsheim und es gibt nicht wenige Patienten, die aus Rüsselsheim dann direkt zu uns kommen. Also das ist die Dame, die ich Ihnen gezeigt habe, von der ich Ihnen das eine Bild gezeigt habe, die kam aus Kreuznach. Also das ist auch nicht unbedingt um die Ecke. Also die umgebenden Krankenhäuser respektive die Ärzte, die wissen schon, dass sie eigentlich bei uns immer eine offene Tür finden. Wie Sie sehen, wenn man das weiß, dann kommt die Patientin aus Kreuznach, kam mit dem Hubschrauber und nicht mit dem Auto. Also das wissen wir dann auch schon so zu managen. Deshalb ein gutes Schlaganfallmanagement ist wichtig und das wird immer verbessert. Sorulan soru Mainz Üniversitesi'ne gelmeyip başka hastanelere acil servisten götürüldüğümüz takdirde Mainz Üniversitesi'nin ikram ettiği tedaviler başka hastanelerde de yer alıyor mu diye soruldu. List terapisi neredeyse her hastanede mevcuttur galiba, değil mi? İstiyorsan Tuba sen cevaplandır. Stroke Unit'te yapılan lüs terapisi tabii daha faydalı. Yani burada bütün bölümleri aramıza kattığımızdan tabii ki faydası daha büyüktür. Ama öbür hastaneler, küçük hastaneler de tabii ki lüs terapisini lüs terapisiyle tedavi etmeye başladı. Ama bu durumda yani felci belirttiği zamanda içinde geldiğiniz sürede büyük hastanelere geliyorsunuz. Yani o Schlaganfall Management içinde oluyor yani. Yani büyük hastanelere size ambulans götürüyor. Also falls es zu so einer Situation kommt, dass ein Schlaganfall eintrifft und Sie im Lysefenster sind, das heißt die Symptome innerhalb unter der 3-Stunden-Grenze sind, wird meistens auch vom Rettungsdienst direkt über ein Rettungsmanagement uns Bescheid gesagt, direkt den Ärzten, dass jetzt ein Patient innerhalb des Lysefensters mit so und so vielen Symptomen unterwegs ist. Das heißt, wir bereiten uns vor, wir wissen dann, okay, in einer halben Stunde oder innerhalb von 20 Minuten ist der Patient da und wir sind meistens schon unterwegs, warten im CT, da wird das Bild sofort gemacht.
Der Patient wird untersucht und meistens wird dann hier auch sofort mit der Lyse dann begonnen, falls es halt keine Kontraindikation gibt. Also egal aus welcher Ecke dann jemand kommt, es werden die großen Krankenhäuser, wo diese Therapie dann durchgeführt werden kann, dann auch angefahren. Danke. Teşekkürler. Benim sorum Türkçe olacak. Daha doğrusu benimki bir yorum olacak. Ben burada bu faaliyeti büyük bir takdir duygusuyla izledim. Sizlerle gurur duyuyoruz. Buradaki tüm sunuşları takdirle izledik tabii. Ama bildiğim kadarıyla Mainz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin ikinci faaliyeti. Geçtiğimiz sene de böyle bir faaliyet düzenlediniz. Son derece memnuniyet verici. Takdir duygularımızı ifade etmek istedim. Teşekkürler. Das war keine Frage, sondern eher ein Statement, ein Lob, beziehungsweise eher von Seiten des türkischen Konsuls, der leider letztes Jahr nicht anwesend sein konnte, der diese Veranstaltung aber sehr beherzigt und auch Mut zuspricht, nicht aufzuhören und weiterzumachen und es sehr genossen hat, heute Abend hier anwesend sein zu dürfen und sich auch beim Herrn Professor Fahl ausführlich bedankt, dass er die Möglichkeiten gibt, uns im Rahmen der universitären Klinik solch eine bilinguale, bikulturelle Veranstaltung zu ermöglichen. Und ja, er fühlt sich sehr geehrt, hier sein zu dürfen. Ich bedanke mich, erlaube mir ganz einfach, das auch als Schlusswort zu betrachten und würde Sie ermutigen wollen, dass jeder, die Spezialisten, die hier sind, und es sind auch hier, der Herr Semba-Klavatschi sitzt auch noch von den Bereichen der Herzchirurgie hier, und wenn man sich über komplexe Herzfehler unterhalten möchte, die Schlaganfälle machen können, Herr Gröschel ist hier. Also Sie haben wirklich die Gelegenheit, sich auch intensiv mit den Experten zu beschäftigen, in den beiden Sprachen, dass Sie sich für diejenigen, die nicht ihre Fragen vor der Öffentlichkeit stellen wollen, dass sie einen Rahmen finden, auch das, was sie auf dem Herzen haben, hier zu fragen. Ich bedanke mich ausdrücklich bei allen Beteiligten, die hier einen kostbaren Abend mit Ihnen verbracht haben. Aber ich möchte mich auch bei Ihnen bedanken, dass Sie den Weg hier in die Universitätsmedizin gefunden haben und diesen Abend mit uns verbracht haben. Und ich wünsche Ihnen auch jetzt, dass Sie Spaß an den Fragen haben, aber auch Spaß an den Getränken und an dem, was man jetzt miteinander auch essen kann. Und freue mich mit Ihnen auf das nächste Mal. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Das haben ja anscheinend alle verstanden. Also ich glaube, ich muss es jetzt nicht nochmal ausführlich übersetzen, so wie es scheint, haben es alle verstanden. Der Herr Professor Fahl hat das Schlusswort des Konsuls sozusagen aufgegriffen und... Ach so! Ich habe nicht türkisch gesprochen. Oh mein Gott, es wird Zeit für Essen und Trinken. Ich habe es nicht gemacht. Ich habe es nicht gemacht.